sind wir hier, es tobt ein Krieg im Kaukasus, es tobt ein Krieg in Armenien, wo ja auch Karabach vielleicht nicht völkerrechtlich auf dem Papier, aber durch eine freie Volksabstimmung nach dem Ende der Sowjetunion dazugehört. Dieser Krieg ist mehr als nur ein regionaler Konflikt. Dieser Krieg ist ein Stellvertreterkrieg, weil es geht hier um eine muslimisch-islamische Expansion von Erdogan Hand in Hand mit Aserbaidschan. Es geht im Grunde um die Verwirklichung von Großmachtträumen, das alte Osmanische Reich wieder aufleben zu lassen. Mittendrin sind die Armenier, mittendrin sind 150.000 Menschen in Karabach. Dieser Krieg wird kaum wahrgenommen. In den letzten beiden Wochen sind mehr Menschen in diesem Konflikt gestorben als im Syrienkrieg das ganze letzte Jahr. Trotzdem findet dieser Konflikt kaum Aufmerksamkeit. Uns muss klar sein, dass dieser Konflikt uns alle angeht, weil es eben ein Stellvertreterkrieg ist, weil es eine Situation ist, in der wir gefordert sind, uns auch für die Menschenrechte der Betroffenen einzusetzen. Deshalb sind wir hier, deshalb möchten wir Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt lenken. Und es ist Zeit, mehr zu tun, als nur Erklärungen abzugeben, Deklarationen oder sich, und das hat ja die Minsker Gruppe, die dafür beauftragt war, diesen Konflikt irgendwie zu regeln, die letzten 10 Jahre nicht geschafft. Armenier haben in dieser Region immer schon gelebt. Es gibt Beweise, dass sie hier schon seit über Jahrtausenden leben. Man kann es auch sehen an den Bauwerken, uralte Klöster aus dem 2., 3. Jahrhundert. All das ist etwas, was die Armenier hier auch verteidigen müssen, wo sie auch ihr Recht darauf haben zu verteidigen. Leider Gottes ist dieses ein Krieg, der leider mehr oder minder vergessen ist in Europa, beziehungsweise sich wenige Leute dafür interessieren, weil sie die geopolitischen Hintergründe nicht verstehen. Das alles, denke ich mal, wird jetzt Teil sein, auch unserer Reise, das Stück für Stück ein wenig aufzuklären, das ein wenig zu erklären, was hier eigentlich wirklich passiert. Das, was als Allernächstes jetzt erstmal kommen wird, wir werden morgen weiterfahren nach Karabach. Wir werden uns das Kriegsgebiet anschauen, die Kriegsschäden anschauen. Und wir haben jetzt schon Informationen darüber, dass hier mit stärksten Menschenrechtsverletzungen auch von Seiten der Aserbaidschaner gearbeitet wird. Es gibt Erschießungen von Gefangenen, es gibt Angriffe mit verbotenen Waffen wie Streumunition auf die Hauptstadt Stepanakert. Und alle diese Dinge werden wir jetzt versuchen aufzuklären, darüber auch das zu dokumentieren und das der Öffentlichkeit auch in Deutschland näher zu bringen. Warum wollen wir das tun? Weil die Diplomatie leider Gottes versagt hat. Wir sind heute Morgen von Erevan hier in das Kriegsgebiet nach Bergkarabach gereist, sind jetzt hier gerade in Shushi und stehen in der Kirche, die durch die Medien bekannt wurde, weil hier ein Luftangriff stattgefunden hatte, beziehungsweise es waren zwei. Es hat ein Luftangriff stattgefunden, dann kam Medienvertreter hin, um sich das anzuschauen. Und während diese noch in der Kathedrale waren, kam es dann zu einem zweiten Angriff. Das ganze Ausmaß sehen wir jetzt hier. Überall sind Splittereinschläge, es fehlen Teile vom Dach, Heiligenbilder sind beschädigt, hinter uns noch ein großer Schutthaufen. Man hat hier ein bisschen aufgeräumt, ein fürchterlicher Eindruck. Ja, und die Armenier sagen, es war ein Angriff auch mit einem F-16-Kampfbomber und mit NATO-Munition. Und das deutet darauf hin, dass sich also die Türken extrem einmischen in diesen Krieg, Aggressoren sind und hier kriegerische Handlungen machen. Und man sieht auch an dieser Kirche, dass Kulturgüter gezielt ausgesucht werden und man versucht dadurch, die Moral des Kriegsgegners zu brechen. Und das sind ganz einfach nur Kriegsverbrechen, die wir verurteilen. Und wir sehen hier in Bergkarabach überall solche Dinge und werden uns auch noch weiterhin hier informieren. Ich stehe hier vor den Trümmern eines Hauses in Stepanakert, was wirklich nur unweit ist von der Innenstadt oder da, wo sozusagen die offiziellen Regierungsgebäude sind. Dort ist bisher nichts passiert. Keiner der Einschläge, Granateinschläge, keiner der Bombardierungen, sondern ausschließlich hier in den Wohngebieten, wo auch verbotene Streumunition eingesetzt wurde. Nicht nur, wie gesagt, Material, was aus Aserbaidschan kommt, sondern hauptsächlich von dem angeblichen NATO-Partner Türkei. Alles ein reiner Wohnbereich hier. Und das sind eben
schwere Kriegsverbrechen und das muss umgehend aufhören. War nahezu voll besetzt, 24 Menschen zu Tode gekommen. Es drängt sich hier immer mehr der Verdacht auf, wenn wir gucken, wo Luftschläge erfolgt sind. Das betrifft insbesondere Wohnquartiere, Kirchen, kulturelle Einrichtungen, Versammlungsstätten, dass hier massiv Kriegsverbrechen begangen werden und Angriffe auf Infrastruktur und auf die Zivilbevölkerung erfolgen. Krieges am deutlichsten erleben, dort wo es die Schwächsten trifft, nämlich auch Zivilisten, aber auch Soldaten, die von dem Krieg eigentlich kaum was sehen, weil sie nicht durch direktes Gewehrfeuer, auch nicht Auge in Auge mit dem Feind, sondern letzten Endes hauptsächlich getroffen wurden durch Raketen, durch Granatgeschosse. Die haben den Feind nie zu Gesicht bekommen und liegen jetzt hier mit schwersten Verletzungen. Dieser Krieg zeigt noch einmal deutlich die unmenschliche Fratze, die Grausamkeit, die hier über diese Menschen gebracht werden und auch eben nicht nur an der Frontlinie direkt, sondern auch auf die Städte in Karabach, die jeden Tag durch schwerstes Granatfeuer unter Beschuss liegen und dann entsprechend die Menschen darunter zu leiden haben. Hier im Krankenhaus konnten wir heute mit verletzten Soldaten sprechen. Sie haben aus den Kriegsgebieten berichtet, wie sie verletzt worden sind und was für Waffen dort zum Einsatz kommen und wie an den verschiedensten Stellen hier immer wieder betont wird. Der Krieg wird hier nicht mit Maschinengewehren geführt, sondern die Aserbaidschanis setzen Drohnen ein, sie setzen Bomben ein, die Granatsplitter über die Menschen bringen und eben leider nicht nur an der Frontlinie, sondern eben auch mitten in den Städten und Dörfern und da werden eben viele Zivilisten auch dabei verletzt und getötet. Wir stehen hier auf dem Friedhof von Stepanakert und wir sehen ganz viele frische Gräber hier und man hat in Windeseile zusätzliche Terrassenfelder angelegt und versucht, den Gestorbenen hier ein würdiges Gedenken zu setzen. Es ist erschreckend, wie schnell zusätzliche neue Gräber hinzukommen. Weiß ich.
Wir stehen hier in Bergkarabach und haben gerade ein Treffen mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes gehabt. Wir haben mit ihnen über ihre Arbeitsbedingungen hier gesprochen, ob sie in die Frontlinie kommen, über Situation von Kriegsgefangenen, Austausch von Toten, Flüchtlingshilfe und die generelle Kriegssituation. Das Internationale Komitee hat sich sehr zurückgehalten. Sie haben hier eine neutrale Vermittlerposition. Sie machen Angebote an beide Seiten, haben deshalb mit uns auch sehr politisch zurückhaltend argumentiert, haben aber ganz klar gesagt, dass dieser Konflikt in diesem Ausmaß eine Qualität und eine Schärfe hat, die so bisher in der Vergangenheit hier noch nie gegeben hat. Und zu der Frage nach dem Einsatz illegaler Waffen und zivile Ziele haben sie das indirekt bestätigt und wenige Meter von hier neben dem Hauptquartier hier in Bergkarabach des Roten Kreuzes hat es einen massiven Raketeneinschlag gegeben. Sie sprechen davon, dass grundsätzlich zivile Ziele sehr problematisch sind oder Kampfhandlungen hier in der Stadt. Und ja, wir haben diese Probleme aufgenommen und haben sehr interessante Gespräche geführt und sind dem Roten Kreuz sehr dankbar, dass sie hier vor Ort tätig sind. Ja, wir haben mit den Vertretern hier gesprochen und es war nochmal ganz klar, wie Stefan gerade sagte, the conflict is very intensively. Und das zeigt schon, was hier in diesem Krisengebiet also los ist, dass das nicht nur eine kleine bewaffnete Auseinandersetzung ist, sondern dass es wirklich ein Krieg hier ist. Das Rote Kreuz hier ist in einer Vermittlerrolle. Sie können natürlich nicht die Konfliktparteien zwingen, zusammenzuarbeiten, aber wir haben das Gefühl, dass sie sich hier wirklich einsetzen. Und sie haben auch Zugang eben zur Front. Natürlich nicht dann, wenn Gefechte sind oder nicht dann, wenn die Situation es verbietet. Aber sie haben auch Zugang zu den Gefangenen. Und wir haben den Eindruck, dass sie hier auch eine wertvolle Arbeit leisten. Wir stehen hier, man hat uns das auch gezeigt, an einem sogenannten Kreuzstein. Diese Kreuzsteine gibt es überall in Armenien im Land. Die sollen an den Völkermord durch die Türken am armenischen Volk erinnern. Wir sehen hier auch die Inschrift 1915, das ist eine Mahnung. Und man hat uns gesagt, man kämpft hier den Kampf gegen die Türken, die versuchen würden, den Genozid, die Ausrottung des christlichen armenischen Volkes jetzt weiter fortzusetzen im Bergkarabach-Krieg. Deshalb die militärische Unterstützung von Aserbaidschan. Und man hat uns diesen Kreuzstein als Mahnung gezeigt und hat gesagt, das armenische Volk lässt sich nicht ausrotten und eine Fortsetzung oder eine Erneuerung des Genozids darf nicht stattfinden. Es gibt schon seit dem Ende des Ersten Krieges 1992 bis 1994 in der Region gibt es Bemühungen, das alles diplomatisch zu lösen. Es gibt eine sogenannte Minsker Gruppe, ein Prozess, wo unter anderem Russland, aber auch Deutschland mit beteiligt ist, Frankreich, die versuchen, und die Türkei, die versuchen, das diplomatisch zu lösen. Aber die Türkei hat sich jetzt auch in diesen Konflikt hier eingemischt, indem man sich ganz klar auf Seiten der Aserbaidschaner gestellt hat, das auch immer wieder gesagt hat, dass also Erdogan hier den Diktator in Aserbaidschan unterstützt in seinem Tun und in seinem Handeln, um hier Großmachtträume insgesamt auszuleben, umzusetzen in einer kleinen Region mit nur 150.000 Menschen, die aber allesamt davon betroffen sind und die eigentlich nichts weiter wollen als Frieden. Und das ist der Punkt, wo wir uns jetzt auch klar positionieren müssen, wo wir sagen, Schluss mit dem Krieg, es muss zurück an den Verhandlungstisch und es muss endlich eine tragbare Lösung für diese Region gefunden werden.